guten Tag. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier im Studio in Essen. Dann haben wir Thomas, Student aus Neuwied. London 1888. Angst und Panik bei den Damen. 5 Ermordete. Dieser Mann. Thomas? Der ist Jack the Ripper. Richtig. Panik und Titanic 500. Das erste Exemplar explodiert 1952 im Eniwetok-Atoll. Thomas? Was ist die Wasserstoffbombe? Richtig. Weiter. Ihre Leidenschaft. Das Wildern im elektronischen Dschungel fremder Datennetze. Thomas? Was sind Hacker? Wetten, dass außer Gottschalk noch ein gewisses Inselvolk leidenschaftlich gern wettet. Thomas? Was sind die Briten? Richtig. In der Sektor für Autofahrer, die sich nur an Innen- und Außenspiegel halten. Thomas? Was ist der tote Winkel? Richtig. Leben und Tod 300. Die Kategorien sind sehr wichtig. Level, auf dem der Alltag finanziell gestaltet wird. Thomas? Was ist der Lebensstandard? Richtig. Schöpferische Leistung eines ganzen Lebens nennt man so. Thomas? Was ist das Lebenswerk? Richtig. Nur 10% der Männer beteiligen sich an dieser Arbeit und lachen dann über den Putzfimmel. Thomas? Was ist Hausarbeit? Richtig. Auf Schloss Dux schreibt dieser italienische Abenteurer seine Memoiren. Frauenheld. Thomas? Wer war Casanova? Richtig. Hubraum 200. Hubraum 200. Im Behördendeutsch wird aus diesem einfachen Ding ein amtliches Kennzeichen. Thomas? Was sind Nummernschilder? Richtig. Und damit haben wir die erste Runde geschafft. Doppelte Beträge und neue Wissensgebiete. Epochen, in denen jahrtausende lang gefrorenes Wasser kilometerhoch auf Europa liegt. Thomas. Was sind Eiszeiten? Richtig. Vom Winde verweht wird Vivien Leigh in der Rolle als Südstaaten-Schönheit. Thomas. Wer ist Scarlett O'Hara? Richtig. Mit Hut und Fliege serviert Lemmy Caution zum Nachtisch blaue Bohnen. Wer ist Eddie Constantin? Richtig. Dozent der marxistischen Arbeiterschule. Von ihm stammt die Relativitätstheorie. Thomas? Wer ist Albert Einstein? Richtig. Thomas? In-N-Out 400. Als Zahlungsmittel heute aus der Mode. Deswegen muss man aber nicht gleich alles in die Suppe schütten. Thomas? Was ist Salz? Richtig. Zahlungsmittel. In-N-Out 600. Steffen, was ist los? Gechampt. Mit den Beatles wird diese Frisur zum absoluten Renner. Was ist der Pilzkopf? Richtig. In und Out 800. Thomas, was das bedeutet, wissen Sie. Extra riskant, Sie spielen alleine. 100 Mark müssen Sie setzen. Wie viel wollen Sie riskieren? Ich setze 1500. 1500, bitte. Toll, die Damen klatschen. Das Königtum von Gottes Gnaden ist nicht mehr gefragt. Er ist der letzte französische König. Bist du der 16. Falsch. Es wäre Ludwig der 17. gewesen. Aber hier wird's riskant zwischen Steffen und Thomas. Sie wissen, dass Sie so spielen müssen, dass Sie Champion werden. Das heißt, am Schluss des Spiels das meiste Geld auf dem Konto haben. Nur der bekommt es ausbezahlt, die anderen gehen leer aus. Steffen hat 3.400 Mark. Thomas hat 3.200 Mark. In der dritten Runde gibt es nur ein Wissensgebiet, das für Sie alle drei gilt. Das schauen wir uns an. Hier kommt es. Classics. Smetana liebt seine Haine und Fluren. Gourmets, die Knödel aus diesem Gebiet. Sie haben 30 Sekunden Zeit. Bitte schreiben Sie jetzt. Champ, jetzt geht's bei Ihnen los, weil Sie das kleinste Konto haben, ein Gefühl, das Sie gar nicht kennen. Was haben wir denn? Bemmen? Was ist Bemmen? Und ein paar Herzchen mehr, das ist richtig. Naja, immerhin. Sie haben 800, wie viel haben Sie riskiert? 800. Na klar, echter Champion, setzt dann schon mal alles. Thomas, was haben Sie geschrieben? Was ist die Moldau? Ist falsch. Sie haben 3200. Wie viel haben Sie riskiert? 3091. Was? Dann haben Sie 2 Mark auf dem Konto. Reicht nicht. Noch liegt ja Steffen gut im Rennen.
Steffen C. Das ist Böhmen. Was ist Böhmen? Ist richtig. Jetzt kommt. Wie viel haben Sie gesetzt? Sie haben 3.400. 2.500. Naja, das ist ja dicke. 5.900. Wir haben einen neuen Champion. Hat unseren Champ abgelöst. Doch prima gelaufen. Ja. Ich hoffe, wir haben Ihnen Spaß gemacht. Danke, dass Sie zugeschaut haben. Wenn Sie wieder zuschauen wollen, bitte tun Sie das. Wir freuen uns. Schalten Sie ein bei RTL Plus und Riskant. Danke für heute. Auf Wiederschauen. Claudia ist hinter mir am Werken. Sie hat Geschenke, Riskant für zu Hause zu üben. Na also, haben wir einen neuen. Naja, mit so viel Geld kann man rein probieren. Ja. Für helle Köpfe. Heute mit Werner und Thomas und natürlich mit Michael Förster. Hallo. Dankeschön. Hallo. Thomas aus Neuwied. Thomas. Ja. Er hat auch ein interessantes Hobby, nämlich Woody Allen. Und Woody Allen hat er gleich zu seiner Doktorarbeit gemacht. Das ist nicht schlecht. Auch Ihnen heute viel Glück bei Tic-Tac-Toe. Die Aufgabe unserer Kandidaten ist es jetzt, mit dem X und dem O wieder Reihen zu bilden auf unserem Spielfeld. Thomas. Dann nehme ich Stoppu. Zum Thema Mickey-Mäuse. In einem Ort in den USA wird das größte private Geldvermögen gebunkert. Ja, Thomas? Entenhausen. Das ist Entenhausen, jawohl. Dann nehme ich mal, ich nehme auch andere Sitten. Auch andere, ja. Sitten. Oft ist solch ein Perser ein Türke. Dass er fliegt, glaubt keiner so recht. Je größer seine Knotendichte, desto edler ist das Teil. Welche orientalische Textilie wird gesucht? Ein Teppich. Ein Teppich, so einfach ist es, genau. Chance für den Thomas. Dann nehme ich Stoppwehr. Zum Block Stoppwehr. Ihre größte Rolle spielt die Schauspielerin Johanna König im Werbefernsehen. Thomas. Clementine. Ja, aber hallo, das stimmt. Chance jetzt für den Thomas. Dann nehme ich nochmal Raumschiff Erde. In Amerika, selbstverständlich, bei uns noch sehr modern. Sie macht Büros, Autos und Wohnungen bei Hitze erträglicher. Manche Menschen bekommen von ihr Schnupfen. Wie heißen die Kunstwetterstationen? Die Klimaanlagen. Das sind die Klimaanlagen und das ist Tic-Tac-Toe. 700 D-Mark im gemeinsamen Topf. Finale bei Tic-Tac-Toe. Aus einer Runde nimmt er 1.000 D-Mark mit in dieses Finale und steht am X-Pult. Erst stoppen. Mit Filmwelt. Mit der Filmwelt. Hier sehen wir ein Bild. Ihr Reifezeugnis erhält sie im Tatort. Als Tess schafft sie den Durchbruch. Wie heißt der deutsche Weltstar? Nastassja Kinski. Nastassja Kinski, stimmt. Dann versuche ich mal Duell. Das Duell, jetzt geht's aber richtig los hier. Sie leben in Nordamerika, England, Skandinavien und Mitteleuropa. Wer sind die Minks? A. Eine religiöse Gruppe. B. Eine Pelzhändlerfamilie. Oder C. Eine Marderart. Was machen Sie? A, B oder C? C. C. Eine Marderart, das stimmt. 3.700 D-Mark im gemeinsamen Topf und natürlich die Chance zur Reihenbildung beim Thomas. Das heißt, Helga, von Ihnen brauchen wir jetzt einen Block. Stopp was. Zum Thema Refifi, das sind Verbrechen mit Pfiff. Die Polizeiorganisation wird 1908 gegründet. Präsident... Scotland Yard? Bitte? Scotland Yard? Nein, nein, es geht bei beiden weiter. Präsident Theodore Roosevelt... FBI, achso. Das hat da geleuchtet. Ja. Thomas. Achso, FBI. Das FBI, das stimmt.
So, 4.400 D-Mark im gemeinsamen Topf. Thomas, unser Champion aus Neuwied. Thomas, Sie beginnen bei uns. Dann nehme ich mal Fantasie. Fantasie. Im 19. Jahrhundert lebt in Frankreich ein Schriftsteller, der durch seine fantastischen Romane weltberühmt wird. Zu seinen Werken zählen unter anderem 20.000 Meilen unter dem Meer und Die Reise zum Mond. Wie heißt dieser Vorbote des Science Fiction? Jules Verne. Jules Verne ist richtig. Ja, Treffer. Der Treffer bringt natürlich auch wieder Thomas, unseren Champion, ins Spiel. Der Student von Prag liebt das Leben. Dazu braucht er Geld. Für wie viel Goldgulden verkauft er in der ersten Filmfassung sein Spiegelbild? Was meinen Sie? Schätzen 100. Sie? Für 100 Goldgulden. Die Zahl ist nicht exakt. Mehr oder weniger? Mehr. Es waren 100.000 Goldgulden, im zweiten sogar 600.000 Goldgulden. Der Block durch Thomas. Applaus. 400 D-Mark im gemeinsamen Topf. Jetzt sind Sie dran, Thomas. Dann nehme ich jetzt mal die Chance. Er nimmt die Chance. Auch hier wieder eine Spezialkategorie für Sie beide. Die griechische Göttin der sinnlichen Liebe und der Schönheit ist aus dem Meeresschaum geboren. Wen suchen wir? Ach so, Aphrodite. Das ist Ihr Punkt. 500 D-Mark. Riesenchance jetzt für den Thomas, unseren Champion. Tja, nehme ich auch mal die PS. Geben wir noch einmal Gas. Bei einer Panne oder einem Unfall soll ein Schild aufgestellt werden, um den nachfolgenden Verkehr zu warnen. Wie heißt das Warnzeichen, dessen Vorhandensein die Polizei bei einer Kontrolle meistens nachprüft? Das Warndreieck. Das ist das Warndreieck, das ist Tic-Tac-Toe. 600 D-Mark im gemeinsamen Topf. Wir kommen im Finale bei Tic-Tac-Toe. Jetzt wird es natürlich ernst, denn Thomas, Sie drücken uns den Betrag, in dem wir jetzt in den Außenfeldern spielen möchten. Und zwischen 200 und 1000 D-Mark ist da alles möglich. Drücken Sie den Betrag. Ja, 1000 Mark! Ja, mein lieber Mann, sehr stark. 1000 D-Mark in den Außenfeldern, 2000 Mark im Mittelfeld. Dann versuche ich mal die Ansichtskarten. Dann sehen wir ein Bild. Über der Stadt Lhasa erhebt sich der Potala. Der Burgpalast der Göttkönige liegt auf dem Dach der Welt. In welchem von den Chinesen brutal unterdrückten Land befinden wir uns? In Tibet. In Tibet, das stimmt. Ach, ich versuch's nochmal mit den Gazetten. Nein. Noch einmal die Gazetten. Mitte des 19. Jahrhunderts entstehen überall auf der Welt Nachrichtenagenturen. An ganz speziellen Neuigkeiten, die diese Agenturen verbreiten, sind besonders die Banken interessiert. Welche Nachrichten über Aktien und Wertpapiere sind das? Die Wirtschaftsnachrichten? Ja, die Kurse, also die Börsenkurse, ja. Die Börsenkurse, die Wirtschaftsnachrichten, die Börsenkurse. Stimmt. Ja, dann muss ich das Duell nehmen. Englands Queen hat Anspruch auf einen ordentlichen Hofstaat. Welcher Bedienstete arbeitet traditionsgemäß für 27 Pfund Jahreseinkommen? Ist das A, der Hofdichter, ist das B, der Pferdeknecht oder ist das C, der Oberst der Leibgarde? A. Stimmt, der Hofdichter ist es. 8.700 D-Mark im Topf. Chance zur Reihenbildung oder zum Block. Was macht er? Ich nehme Stopp wo. Stopp wo. Zum Thema Massenspektakel. Das Fest des Roten Ahorn ist in dem gesuchten Land? Kanada. Nein. Beide spielen weiter. Ist in dem gesuchten Land Ausdruck asiatischer Lebensart? Der Kaiser auf dem Chrysanthementhron? Bali. Thomas. Japan. Das stimmt und das ist Tic-Tac-Toe. 700 D-Mark. Kommen Sie beide nach vorne, Sibylle und Thomas.
Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt hätte ich es beiden gegönnt. Ehrlich. Sibylle, von ihr müssen wir uns verabschieden. Zweimaliger Champion. Vielleicht beim nächsten Mal der dreimalige. Und dann eventuell die goldene Tic-Tac-Toe-Frage. Wir werden es erleben. Sie hoffentlich auch. Bis dann. Tschüss. Willkommen, liebe Zuschauer, zu Tic-Tac-Toe. Heute wird spannend. Denn es könnte ja sein, dass eventuell die goldene Tic-Tac-Toe-Frage gestellt wird. Dazu müsste allerdings der amtierende Champion ins Finale kommen und dort zum dritten Mal erfolgreich sein. Und dann werden wir erstmal abwarten. Er steht auf jeden Fall schon mal am Pult. Wir begrüßen Thomas und Siegbert. Thomas, unser Champion aus Neuwied. Und Siegbert, der Herausforderer aus Pulheim. Hallo. Hallo. 14.100 D-Mark sind es ja bis zu diesem Zeitpunkt. Wie fühlt man sich so? Entspannt, weil man sagt, das hat man ja schon mal. Oder so ein bisschen aufgeregt, weil man sich überlegt, was passiert, wenn ich jetzt zum dritten Mal Champion werde? Na, ich versuche möglichst nicht an das Geld zu denken und mich auf das heutige Spiel zu konzentrieren. Sonst wird man vielleicht nervös. Aha, gute Einstellung. Viel Glück heute bei Tic-Tac-Toe. Dann nehme ich die neue Welt. Einmal die neue Welt. Bitteschön. In den Straßen der texanischen Großstadt wird John F. Kennedy ermordet. Bei uns ist sie weitaus bekannter geworden durch eine Fernsehserie. Wie heißt die Ölmetropole, in der J.R. Ewing sein Unwesen treibt? Dallas. Ah, jawohl. Dann versuche ich mal wir. Schweißfüße, Schweißflecken, schweißnass. Etwa 2 Millionen dieser gesuchten Poren sind über weite Hautflächen verteilt. Sie dienen vor allem der Wärmeregulation im Körper. Wie heißen die Dinger, die bei Angst in Schwitzen kommen? Die Schweißdrüsen. Das sind die Schweißdrüsen, jawohl. Ja, dann die zwei. Oder zwei. Zwei. Ein amerikanischer Film aus den 70er Jahren erzählt die Liebe eines jungen Mannes zu einer fast 80-jährigen Frau. Wie heißen die beiden Helden, deren Namen dieser skurrilen Filmkomödie den Titel verleihen? Ja, das sind Harold und Maud. Das sind Harold und Maud. Und das ist der Block 600 D-Mark im gemeinsamen Topf. Siegbert. Stopp, was? Zwischen 1341 und 1971 machen sie die Kanaren über 25 Mal zu einem heißen Pflaster. Die Araber? Nein, es geht weiter für beide. Ohne die zeitweilige... Vulkane? Ja, Vulkane suchen wir. Richtig, Thomas. 700 D-Mark im gemeinsamen Topf und die Chance zur Reihenbildung jetzt beim Thomas, denn Sie sind weiter dran. Tja, ich versuch's mal mit Vorhang auf. Auf der Bühne geht es heiter und lustig zu. Der Ursprung dieser Theatergattung liegt in griechischen Fruchtbarkeits- und Phallusriten. Wie nennt man die Schwester der Tragödie? Die Komödie. Ja, das ist sie. Sie sind ein Treffer, Thomas. Muss ich, ja. Lange treibt sich Ludwig Erhard auf der politischen Bühne rum. 3 Jahre ist er Bundeskanzler. Wie viele Jahre füllt er vorher als Wirtschaftsminister die Gläser und Konten seiner Mitbürger? Was meinen Sie, wie viele Jahre? Das... 11. Er sagt 11 Jahre. Ist nicht genau richtig. Siegbert, mehr oder weniger? Schnell. Weniger. Es waren 14 Jahre und damit hat Thomas Tic-Tac-Toe 1.000 D-Mark im gemeinsamen Topf. Siegbert, von Ihnen müssen wir uns verabschieden. Thomas, kommen Sie her. Zweimalige Champion findet sich am O-Pult wieder, bringt 1.000 D-Mark mit aus seiner Runde. Thomas! Thomas, und jetzt zwischen 200 Mark und 1.000 D-Mark können Sie uns einen Betrag drücken, um den wir spielen in den äußeren Feldern. Ich hoffe, es ist ein hoher Betrag. Hier sind die Summen, wir wirbeln sie durcheinander. Und jetzt stoppen Sie uns den Betrag. Dann ist wieder Zeit und 400 D-Mark. 400 Mark in den Außenfeldern, 800 Mark im Mittelfeld. Dann nehme ich mal tiefsinnig. Pünktlich war er, der Herr Kant. Nach ihm soll man in seiner Heimatstadt die Uhren gestellt haben. Von dort stammen neben seinen Gedanken auch die leichter verdaulichen Klopse. Wie hieß die Stadt in Ostpreußen bis nach dem Zweiten Weltkrieg? Königsberg? Ja, die Königsberger Klopse, klar. Ja, ich versuche den Block mit Superkraft.
Der Brockhaus definiert sie 1922 so: eine mechanische Vorrichtung zum Töten von lästigen und schädlichen Tieren, namentlich Raubzeug. Ein Würfel Speck oder Käse wird zum Lockvogel. Wie heißt die Vorrichtung, die Speedy Gonzales das Genick bricht? Ich glaube, das ist die Mausefalle. Da glauben Sie richtig. Es geht weiter mit dem Thomas. Ja, dann versuche ich es mal mit wo. Einmal wo. Dann sehen wir eine Grafik. Zauberkundige Druiden sind dort die Priester, bevor St. Patrick die Galen mit dem Christentum beglückt. Von welcher grünen Insel schwärmen später auch Mönche nach Deutschland, Frankreich und England aus? Nach Irland. Ja! Jetzt muss er blocken. Ja, ich nehme Stopp. Entschuldigung, die Chance. Die Chance. Die Farbe Weiß hat sich für dieses Kleid erst im Laufe des 19. Jahrhunderts durchgesetzt. Was suchen wir? Das Brautkleid. Ja! 4.900 D-Mark im gemeinsamen Topf und jetzt hat er die Chance zur Reihenbildung. Ja, ich nehme nochmal Stopp Chronik. Diesmal zum Thema Mickey Mäuse, also Comics. Gesucht wird ein Ereignis im Jahre 1930. Superman? Nein. Ein amerikanischer Trickfilmzeichner und Produzent. Walt Disney? Nein. Hat einen kleinen Nager. Mickey Mouse? Ja, die Erfindung der Mickey Mouse! Ja. 5.300 D-Mark im gemeinsamen Topf. Jetzt werden wir mal ganz ruhig. Ines, toll gespielt. Thomas, ich gebe dir jetzt 4 Sekunden Zeit, um mir als dreimaliger Champion zu sagen, ob Sie die goldene Tic-Tac-Toe-Frage hören möchten, also alles oder nichts spielen, oder ob Sie sagen, das war's, ich nehme den Betrag, den ich bisher gewonnen habe, mit nach Hause. Lassen Sie sich die 4 Sekunden auf jeden Fall Zeit. Die Zeit gilt ab jetzt. D-Mark mitnehmen oder verdoppeln auf 39.600 D-Mark. Was machen Sie? Ich bin armer Student, ich nehme das Geld. Kommen Sie beide zu mir nach vorne. Ines, Thomas. Unser Champion verabschiedet sich zum dritten Mal mit 19.800 D-Mark. Ich hoffe, es war spannend genug für Sie. Ich bin jetzt am Ende. Freue mich, dass er gewonnen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Tic-Tac-Toe. Tschüss. Willkommen bei Jeopardy! Hier sind unsere drei Kandidaten aus Neuwied, Thomas Kinne. Und hier ist Frank Elstner. Danke. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei Jeopardy. Darüber haben Sie vielleicht schon eine ganze Menge gelesen. Jetzt wissen Sie, es geht los. Und das jeden Tag vom Montag bis Freitag möchten wir Ihnen einfach eine halbe Stunde die Zeit verzaubern mit einem Spiel, bei dem sozusagen alles auf den Kopf gestellt ist. Das Original kommt aus Amerika, heißt dort Jeopardy. Und mein großes Vorbild heißt Alex Trebek. Alex Trebek gilt als klügster Amerikaner. Das schaffe ich nie. Aber er hat aus dieser Sendung das beste Quiz Amerikas gemacht. Und er sagt, seine Kandidaten sind die besten Kandidaten, die es gibt. Und Alex, diese Herausforderung nehme ich an. Das verspreche ich Ihnen. Wir zeigen Ihnen, bei uns gibt es genauso gute Kandidaten. Einer von meinen drei Kandidaten kann zum Beispiel heute Champion werden. Das heißt, für mich ist jetzt die Frage, wer von diesen dreien, die Dame oder einer der Herren, wird heute Champion, räumt ab, kann morgen wiederkommen. Bis zu 4-mal darf er wiederkommen und es gibt Gewinne in ungeahnter Höhe. Lassen Sie sich überraschen. Also es geht natürlich nicht nur um Geld, es geht auch um den Spaß für Sie zu Hause. Und hier sind Sie. Die Weltmeister unserer Sendung, wenn wir Jeopardy aus der Taufe heben. Ich sage Ihnen, Sie müssen uns jetzt helfen, dass das spannend wird. Thomas, haben Sie geübt und trainiert? Ja, ein wenig. Also
Ich hab, ja. Einer von euch ist ein großer Jeopardy-Fan. Wer ist das? Ich glaube, das war ich. Thomas, wie oft haben Sie Jeopardy im Original gesehen? Ich habe es nicht gezählt, aber sehr Und Sie häufig. Waren schon mal bei Alex in Amerika im Studio? Nein, ich habe das Studio zwar gesehen, aber nicht die Show selbst. Also die Show kenne ich nur aus dem Fernsehen. Er ist ein super Typ und er hat natürlich mir vieles voraus. Und das sind die Themen von heute. Einmal von ihm verfolgt, bleibt es haften wie Teer. Thomas? Was ist das Pech? Richtig, das ist das erste Geld für ihn. Sie machen weiter. Weiter bitte. Ich nehme dann Glückssache 100. Es gilt als ein schmutziges Tier, doch wer es hat, ist fein raus. Thomas? Was ist das Schwein? Richtig. Glückssache für 300. Dem einen beschert es einen Lotteriegewinn, dem anderen ein schweres Schicksal. Thomas? Was ist das Los? Was ist das Los? Richtig. Weiter. Glückssache für 400. Ja, Thomas? Was ist die Niete? Was ist eine Niete? Richtig. Thomas? Wer ist Franziska von Almsig? Korrekt. Dann Werbetraining für 400. Thomas? Wer ist Anke Huber? Ja. Und Werbetraining für 500. Thomas? Wer ist Michael Schumacher? Richtig. Zahlen bitte für 100. Thomas? Was ist der Dreizack? Richtig. Was Thomas? Ist der Zwölffingerdarm? Richtig. Dann nehme ich jetzt mal Weißkittel für 100. Thomas? Wer ist Kneipp? Richtig. Thomas? Wer ist Dr. Mabuse? Ja. Thomas? Was ist der Palast der Republik? Korrekt. Rund um Berlin für 200. Und jetzt haben Sie Ihren Solo-Auftritt, Thomas. Dieses Solo kann Ihnen eine ganze Menge bringen. Sie haben jetzt 3.300 Mark und Sie können jetzt setzen. Sie können jetzt mal so richtig mit dem Risiko spielen. Wie viel setzen Sie jetzt von Ihrer bisher erspielten Summe ein? Ich setze 1.300. 1.300 Punkte bzw. Mark. Und hier kommt die Antwort. In Wirklichkeit war er Amerikaner, doch vor dem Schöneberger Rathaus behauptete er ganz frech dieses. Ich bin ein Berliner. Und? Wer war John F. Kennedy? Richtig. Dann nehme ich jetzt Berlin, rund um Berlin für 100. Der Norddeutsche frühstückt Brötchen, der Bayer Semmeln und der Berliner dies. Ja. Das sind Schrippen. Richtig. Rund um Berlin für 400. Genau genommen ist er eine Havelbucht und nicht das Gewässer, das er vorgibt zu sein. Ja, Thomas? Was ist der Wannsee? Ja, das ist fast so, als wenn der Thomas jetzt alleine spielt. Tanja, Josef, wie kann ich Sie denn wach machen? Ja, weiter, Thomas? Rund um Berlin für 500. Der Name dieses Gotteshauses am Breitscheidplatz erinnert an den ersten deutschen Kaiser. Und, Thomas? Was ist die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche? Richtig. Dieser lasso-schwingende Kuhhirte hatte es Gitte 1963 besonders angetan. Nur ihn wollte sie als Mann. Ja, Thomas? Was ist der Cowboy? Richtig. Herz und Schmerz für 400. Sie wird oft parodiert, weil man dazu nur eine Brille und ein paar weiße Rosen aus Athen braucht. Tanja, Thomas, ja? Wer ist Nana Muscuri? Richtig. Und damit haben wir Time Out. Das heißt, die Wand war nicht ganz von euch zu Ende zu spielen. Aber ich finde, meine Kandidaten waren noch prima, oder? Um 1160 benutzten Gesandte der Chu-Fürsten diesen Andeuter des Südens, um den Heimweg zu finden. Thomas? Was ist der Kompass? Richtig. Ja, bitte, Thomas. Geht doch. Okay, dann Loriot für 200. Dieses kleine Stück Teig kann bei einer Liebeserklärung sehr stören. Thomas? Was ist eine Nudel? Jawohl. Mit dem Erwerb dieses Diploms hat Frau Hoppenstedt endlich etwas Eigenes. Thomas? Was ist das Jodeldiplom? Ja, richtig. Ja, Loriot für 1.000. Loriot macht Spaß, ich merke das schon. Dieses Dessert ist nur einmal vorhanden. Seine Teilung trennt zwei Familien. Thomas? Was ist der Kosakenzipfel? Ja. Dann nehme ich jetzt noch Loriot für 400. Tja, und schon wieder haben Sie Glück. Ich sag's ja, Thomas der Abräumer. Schon wieder ein Solo und Sie haben 9.500 Punkte. Wagen Sie was, wagen ja, Sie was. Also die Fernsehnation steht hinter Ihnen. 3.500. Also 3.500. 3.500 Mark stehen jetzt auf dem Spiel, volle Konzentration. Ihre Ansage für die zwei Cousinen gerät zwischen North Castlestone Hall und Middle Fritham zum Fiasko. Wer ist Evelyn Hammer? Ja, super! 13.000 Punkte, große Klasse. Thomas, machen Sie gleich weiter.
Das Weben und Sticken mit diesem Raupenerzeugnis geht auf das 3. Jahrtausend vor Christus zurück. Thomas. Was ist Seide? Ja. Ohne diese Erfindung aus dem 7. Jahrhundert wäre die Meißner Manufaktur nie zu Weltruhm gelangt. Thomas. Was ist Porzellan? Richtig. So, und damit auch Timeout bei der zweiten Wand. Und jetzt kommen wir zum Finale. Jetzt geht es darum, Daumen drücken. Zuallererst das Thema für das Finale. Deutsch, Deutsches. Und das ist die Finalantwort. 1990 nahmen 6 Staaten an diesen Gesprächen über die deutsche Souveränität teil. Hier können schon Erstklässler mitrechnen. Sie haben 30 Sekunden Zeit und ich wünsche viel Glück. Josef, wie ist Ihre Frage? Was ist die 4+2 Versammlung? Und wie viel haben Sie gesetzt? 900 Punkte. Was sind die 4+2 Versammlungen? Oder Gespräche? Ja, Gespräche. Sie sind gerettet. Sie sind gerettet. Es sind die Verhandlungen, die Gespräche. Ja. Es ist richtig. Und damit sind Sie jetzt bei 5.800 Mark. Thomas, Sie können das Ganze jetzt nochmal unglaublich spannen. Wie heißt Ihre Frage? Was ist 4+2? Was sind die 4+2 Verhandlungen oder Gespräche? Das ist auch richtig. Und was haben Sie gesetzt? 2.350 Mark. Und da muss man nicht viel rechnen können, um zu sagen, dass Sie mit 14.550 Mark heute Champion geworden sind. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen bei Jeopardy! Und aus Neuwied unser Champion Thomas Kinne. Er spielte sich bisher 14.550 Mark. Wissen Sie noch, was Sie gestern gewonnen haben? Ja, so knapp 15.000. 15.000 D-Mark, sagen Sie das bloß nicht, es sind keine rohen Eier. Ein kleiner Junge will in dieser Kindergeschichte die Nacht zum Tage machen und reist mitsamt Bettchen zu Mond und Sternen. Thomas. Was ist Peterchens Mondfahrt? Richtig. Ich nehme Fernsehkult 200. Thomas. Was ist Twin Peaks? Richtig. Fernsehkult 300. Thomas. Was ist die Enterprise? Richtig. Fernsehkult 400. Thomas? Was sind die Golden Girls? Mann, Sie sind auch der Schnellste am Drücker hier, habe ich das Gefühl. Weiter. Fernsehkult 500. Thomas? Was sind die Simpsons? Hier, richtig. Thomas? Was ist ein Unterseeboot? Ja, richtig. Thomas? Wer ist Frau Luna? Richtig. Thomas? Was ist ein Hovercraft? Ja, oder ein Luftkissenboot. Richtig, korrekt. Boote für 500. Thomas? Was ist ein Katamaran? Richtig, ein Doppelrumpfboot. Jawohl. Thomas? Was ist das Patentamt? Richtig. Das europäische Patentamt. Richtig. Na, Thomas? Was ist die Frauenkirche? Ja, richtig. Weltstadt und Erbe. Und da kommt unser Timeout. In diesem kleinen Ort werden seit 1877 die All England Lawn Tennis Championships ausgetragen. Thomas? Was ist Wimbledon? Richtig, weiter. Thomas? Was ist der Trabant? Richtig. Nostalgie für 600. Ein bisschen ARD-Reklame hier, Thomas. Was ist das Tal der Ahnungslosen? Richtig. Nostalgie für 800. Ja, Thomas? Was ist die Jugendweihe? Das ist richtig. Thomas? Wer war Pythagoras? Ja, richtig. Das Neue Testament für 200. Ja, Thomas? Was war die Bergpredigt? Richtig. Thomas? Was ist Griechisch? Richtig. Das Neue Testament für 1000. Thomas? Wer war Barnabas? Barabbas. Barabbas ist richtig, auch bin ich froh. Thomas, Sie machen weiter. Übers Netz für 600. Ein Solo, 7.900 Punkte haben Sie. Das können D-Mark werden. Sie können jetzt setzen. Sie können in die Geschichte von Jeopardy eingehen, obwohl unsere Sendung noch so jung ist. Thomas, seien Sie mutig. Ja, also 1.800. Nicht mehr? Nein. 1.800 setzt der Thomas. Hören Sie gut zu. Die Franzosen nannten die angeschriebene Null auf der Anzeigetafel beim Tennis das Ei. Die Engländer nennen sie romantischerweise so. Was ist Love? Das ist richtig! Super! Angeblich macht sie das Leben süß, physikalisch gesehen ist sie nur das schnöde Produkt
aus Kraft und Weg. Ja, Thomas? Was ist Arbeit? Was ist die Arbeit? Richtig! Kitsch für 200. Als Elisabeth liebte, litt und schluchzte sie drei Filme lang. Thomas? Wer ist Romy Schneider? Richtig. Formeln für 1000. Diese berühmte Formel von Einstein erhebt die Lichtgeschwindigkeit ins Quadrat. Na, Thomas? Was ist E gleich mc Quadrat? Bravo, das ist ein wahrer Champion hier. Und damit haben wir leider Timeout. Das heißt, auch diese Wand konnten wir nicht ganz runterspielen. Und jetzt geht's darum, dass sich unsere Kandidatinnen voll konzentrieren. Eine einzige Antwort. Hier ist sie. Die Anführer und Opfer der Französischen Revolution waren ihre ersten Modelle. Noch heute bekommt ihr Kabinett regelmäßig Zuwachs. Wer war Madame Tussaud? Und wie viel haben Sie gesetzt? 1499. Dann darf ich Ihnen zumindest mitteilen, dass Sie recht haben. Und damit kriegen Sie natürlich was dazu. Addiert 2999 Mark. Herzlichen Glückwunsch bisher. Und der Stefan. Meine Antwort lautet, wer waren die Jungfrauen von Orléans? Das ist falsch. Und damit haben Sie wie viel nochmal verloren? 10 D-Mark. Der Junge war ganz schön clever. 3090. Tja, und alles konzentriert sich auf unseren Champion. Wie lautet die Antwort? Ja, ich habe geschrieben, wer war Madame Tussaud? Wer ist Madame Tussaud? Das ist richtig. Und was haben Sie gesetzt? Ich habe 3350 Mark. Und was sind Sie? Neuer Champion, alter Champion, Sie sind der große Abräumer. Und aus Neuwied unser Champion Thomas Kinne. Jetzt bereits mit einem Kontostand von 29.600 Mark. Der Champion. Schauen Sie, so sieht ein Mensch aus, der viel Geld verdient hat. Der Champion beginnt. Sie wählen die Kategorie und gehen Sie gleich mit 100 los oder mit 500? Ich beginne klein bei Monokultur 100. Okay, mit Mono bitte fragen. Hierbei toben sich kleine Großkapitalisten zwischen Badstraße und Schlossallee aus. Ja, Thomas? Was ist Monopoly? Richtig. Monokultur 200. Dieses Namenszeichen wurde früher mit Vorliebe auf Taschentücher gestickt. Thomas. Was ist ein Monogramm? Ja. Was ist HE? Ja, Thomas. Was ist Helium? Richtig. Chemische Elemente für 200. Was ist CA? Thomas. Was ist Calcium? Das ist richtig. Was ist NA? Thomas. Was ist Natrium? Ja. Chemische Elemente für 400. Was ist PB? Thomas. Was ist Blei oder Plumb? Ja. Chemische Elemente für 500. Thomas ist ganz schnell heute am Drücker. Andrea versucht es immer verzweifelt. Was ist U? Thomas. Was ist Uran? Ja, so macht man Punkte. 1800 hat er schon. Ihre Kurvenlage verursacht manchem Beifahrer Seekrankheit. Dabei kann sie gar nicht schwimmen. Thomas. Was ist die Ente? Richtig. Sie haben angeblich die dicksten Kartoffeln. Thomas. Was sind die dümmsten Bauern? Ja, so ist das. Automanie für 400. Auf die Pferdestärken dieses Gefährts weist bereits das Firmenemblem hin. Thomas? Aber was ist Ferrari? Richtig. Er macht, was er will. Thomas? Was ist der April? Ja. Vier Musiker aus Liverpool machten diese Frisur weltberühmt. Thomas? Was ist der Pilzkopf? Richtig. Haarige Sache für 200. Diese Dame ermöglichte ihrem nächtlichen Besucher das Fenster ohne Leiter. Thomas? Wer war Rapunzel? Ja. Vom Thomanerchor an der Spitze der Hitparaden. Diese Thronfolger sind die ersten gesamtdeutschen Popstars. Ja, Thomas? Wer sind die Prinzen? Das ist richtig. Ja, dann bleibt jetzt nur noch Leipzig 500. Na bitte. Und da ich diese Stadt leider nicht persönlich kenne, bin ich etwas vorsichtig. Ich setze nur 700. Oh, das war wirklich wenig. Bei 3700, was haben Sie alles abgeräumt? Wollen Sie dabei bleiben? Ja. Ich kann Sie nicht umstimmen? Nein. Sie sind der Champion. Also, der Leipziger ist der größte Bahnhof dieser Art in Europa. Alle Züge fahren rein und raus, aber keiner hindurch. Was ist ein Kopfbahnhof? Richtig, was ist ein Kopfbahnhof? Ein Sackbahnhof. Jetzt hätten Sie vielleicht Punkte dazu bekommen können. Pariser Nachtlokale, Theater und Zirkuszelte waren die Welt des großen, kleinen Plakatmalers. Thomas. Wer war Henri de Toulouse-Lautrec? Das ist perfekt. Diese in New York geborene Operndiva griechischer Herkunft beherrschte von den 40ern bis in die 60er Jahre die Bühnen der Welt. Thomas. Wer war Maria Callas? Korrekt. Kurz und klein für 200.
Thomas? Was ist ein kurzer? Richtig. Kurz und klein für 400. Thomas? Was ist ein Nanometer? Ja. Kurz und klein für 600. Thomas? Was ist die Kurzschrift? Oder Stenografie? Richtig. Thomas? Was ist ein Haiku? Donnerwetter. In guter Verfassung für 400. Thomas? Was ist die Würde des Menschen? Ja. In guter Verfassung für 600. Thomas? Was ist das Volk? Ja. Thomas? Was ist der Einigungsvertrag? Der Wiedervereinigungsvertrag, das ist richtig. In guter Verfassung für 1000. Thomas? Was ist der Bundespräsident? Ein Durchmarsch. In diesem Schauspiel für Liebende geht es um eine Ménage à trois. Der lateinische Titel heißt auf Deutsch Stern. Thomas? Was ist Stella? Richtig. Doof war er jedenfalls nicht, der dicke Partner von Stan Laurel. Thomas? Wer war Oliver Hardy? Damit ist leider Timeout in dieser Runde. Ihr habt es nicht ganz geschafft, die Wand zu Ende zu spielen. Gustav I. befreite 1523 sein Land von dänischer Herrschaft. Darum bedeutet der Name dieser Adelsfamilie den Schweden ebenso viel wie ihr beliebtes Knäckebrot. Ich habe gefragt, wer ist Vasa? Das ist richtig. Und was haben Sie gesetzt? 3300. Und damit sind Sie auf 6700 Punkte gekommen. Mal sehen, ob es die entsprechenden D-Mark werden. Und jetzt Norbert? Ich habe auch geschrieben, wer ist Vasa? Richtig. Und gesetzt habe ich 3500. Damit liegen Sie jetzt bei 7500 Punkten und jetzt stellt sich alles heraus. Ist er jetzt der neue Champion oder schafft es der Alte nochmal? Und da ist seine Frage. Wer war Vasa? Richtig. Und was haben Sie gesetzt? 1100 Mark. Und damit ist es klar, er hat wieder gewonnen. Zum dritten Mal. 8100 Mark. Das ist das Siegerlächeln, was wir Ihnen jetzt gerne übertragen. Herzlichen Glückwunsch, Thomas. Und aus Neuwied heute zum vierten Mal dabei, Thomas Kinne. Sein Kontostand 37.700 Mark. Thomas, der Champion. Gucken Sie sich diesen Menschen an, er hat bei uns schon so viel abgeräumt. Und was haben Sie eigentlich mit den Seychellen zu tun? Ja, ich arbeite Teilzeit im Fremdenverkehrsamt der Seychellen in Frankfurt. Und da kann man Informationen bekommen über die Seychellen. Und waren Sie schon mal da? Ich war auch da, beruflich. Der Champion beginnt. Ja, dann beginne ich oben links an der Tafel mit Geheimnisse 100. Und es geht los. Er setzte Sherlock Holmes unter anderem auf die Fährte des Hundes von Baskerville. Thomas? Wer ist Arthur Conan Doyle? Richtig. Aus diesem gesetzlichen Grund darf die Fernsprechauskunft keine Adressen, sondern nur Telefonnummern weitergeben. Thomas? Was ist der Datenschutz? Richtig. Geheimnisse für 400. Thomas? Was ist die verbotene Stadt? Richtig. Geheimnisse für 500. Thomas? Was ist Stonehenge? Richtig, diese wunderbare Anlage dort. Megabyte für einen Hund. Was ist ROM? Ja, gut, den doppelten Sinn klar erkannt, ja. Megabyte für 200. Thomas? Was sind Viren? Richtig, was sind die Computerviren? Was sind Megabyte, Entschuldigung, Megabyte für 300. Thomas? Was ist ein Scanner? Mann, räumt der Bursche heute ab. Lassen Sie doch die anderen einmal durchatmen, ja? Megabyte für 400. Thomas? Was ist Virtual Reality? Donnerwetter. Megabyte für 500. Und auch noch das Solo für ihn. Ich fange mal kleiner mit 1000. Okay. Kein öffentliches Verkehrsmittel. Seine Fahrgäste sind Bits, die die Zentraleinheit zum Ziel haben. Was ist der Datenbus? Das ist richtig. Korrekt. Okay. Trendsetter 100. In Saturday Night Fever tanzte er sich zum Idol der Disco-Generation. Thomas? Wer ist John Travolta? Ja. Trendsetter für 200. Er war Amerikas verführerischster TV-Lollicop, der sich trotz harter Fälle keine grauen Haare wachsen ließ. Thomas? Wer war Kojak oder Telly Savalas? Ja, ich muss jetzt einmal unterbrechen. Wir haben wirklich noch zwei andere Kandidaten da. Falls Sie sich ein bisschen später eingeschaltet haben, unser Superchamp läuft hier zu einer Hochform auf. Sowas habe ich überhaupt noch nie erlebt. Also, das war auch schon wieder richtig. Telly Savalas. Trendsetter für 300. Thomas? Wer ist Brigitte Bardot? Ja. Thomas? Wer war oder ist Andreas Lukoschi? Richtig, oder Leo. Ja. Thomas? Wer ist Neptun? Richtig. Thomas? Was ist der Aquavit? Saufen kann er auch. Okay, den Rest noch. Wässriges 200. Thomas? Was ist Nebel? Ja. Na, Thomas? Was ist der Elbtunnel? Korrekt.
Dieser schlanke Schwabe behauptet, dass Fernsehen blöd macht. Thomas? Wer ist Matthias Richling? Richtig. Er feierte Kehraus auf einem Versicherungsball. Neben Bayerisch spricht er auch sehr gut Deutsch. Na, Thomas? Wer ist Gerhard Polt? Ja. Dieses ehemalige Schloss in Paris beherbergt heute noch einige Könige, aber nur auf Leinwand. Thomas? Was ist der Louvre? Ja. Burg und Schloss für 800. Und der Champion, das Glück des Tüchtigen. Wo ist Ihr Limit Ihrer Meinung nach? Bei 1800. Nicht mehr? Nein, 1000. Gut, 1800. Jetzt müssen wir Ihnen die Daumen drücken. Im Schatten dieser Burg in Thüringen baute das Automobilwerk Eisenach von 1956 bis 90 das gleichnamige Auto. Was ist ein Wartburg? Richtig. Burg und Schloss für 1000. Thomas? Was ist Versailles? Richtig. Burg und Schloss für 200. Thomas? Wer ist König Ludwig II? Ja. Odysseus, der Frauenheld für 200. Thomas? Was waren die Sirenen? Richtig. Odysseus, der Frauenheld für 400. Na, Thomas? Wer war Athena? Ganz korrekt. Odysseus, der Frauenheld für 600. Thomas? Wer war Kirke? Richtig. Bezirzen. Davon kommt das Bezirzen, wie man die Menschen bezirzt. Sie machen Odysseus, der Frauenheld für 800. Thomas? Wer war Penelope? Mann, der Mann hat im Griechischunterricht aufgepasst. Wer war Tarzan? Richtig. Tja, und da ist unsere Zeit schon wieder zu Ende. Der Champion Thomas hat abgeräumt. Da sind schon wieder 12.000 Punkte. Wenn ich mir das schon wieder in D-Mark umrechne und mir vorstelle, dass er im Finale auch noch so gut ist, ist der Champion überhaupt noch zu schlagen, ist die Frage. Die Kategorie haben wir bekannt gegeben und hier ist die Antwort. Dieser südamerikanische Staat wurde nach einer italienischen Stadt benannt, die sich auf 118 flache Inseln erstreckt. Regina, wie lautet Ihre Frage? Ich habe keine Frage. Das ist wenigstens ehrlich, Martin. Ich habe geschrieben, was ist Venezuela? Und jetzt sage ich Ihnen etwas. Das ist richtig. Das ist richtig. Und was haben Sie gesetzt? Ja, ich habe 1000 Mark gesetzt. Wären 4900. Und jetzt kann unser Champion nur noch total daneben gegriffen haben. Was ist seine Frage? Was ist Venezuela? Damit hat er gewonnen. Was hat er gesetzt? 4100 Mark. Gucken Sie sich das an. 16.100 Mark bekommt er dazu. Dieses Gesicht muss man einfach zeigen. Aus Neuwied unser viermaliger Champion, Thomas Kinnel. Jetzt schon mit einem Kontostand von 53.800 Mark. Champion, letzter Einsatz von Thomas. Sie fangen an. Ja, dann beginne ich mit Straßen 100. Eine der längsten Straßen im deutschen Fernsehen. Jeden Sonntag pflastert Geißendörfer ein Stück dazu. Thomas. Was ist die Lindenstraße? Korrekt. Straßen 300. La Strada brachte ihm den Welterfolg und mit Giulietta Masina die große Liebe. Thomas? Wer war Federico Fellini? Korrekt. Diese 3600 Kilometer von Chicago nach Los Angeles sind ein amerikanischer Mythos. Ja, Thomas? Was ist die Route 66? Okay. Diese beiden Deutschen zogen aus, um in Las Vegas weiße Tiger zu verzaubern. Na bitte, Thomas. Wer ist Siegfried und Roy? Ja. Zauberhaft für 300. Thomas? Was ist der Zylinder? Der Chapeau-Klapp. Richtig. Zauberhaft für 400. Na? Was ist das weiße Kaninchen? Richtig, das ist die Zaubergeschichte. Zauber für 500. Thomas? Wer ist der Zauberlehrling? Sie räumen ja schon wieder so ab. Es ist ja unfassbar. Schon wieder mit 2400 Punkten in Führung. Joachim und Peter, ich rüttel Sie, ich schüttel Sie. Weiter geht's bitte. Kleider machen Leute 200. Thomas? Wer ist Ivan Rebrov? Richtig. Kleider machen Leute 300. Thomas? Wer war Humphrey Bogart? Richtig. Kleider machen Leute 400. Thomas? Wer ist Michael Jackson? Ja. Thomas? Was ist Marmorkuchen? Ja. Thomas? Was sind Schweinsöhrchen? Ja. Thomas? Wer war der Zar? Ja. Drei Buchstaben für 500. Thomas? Was ist Mac? Ja. Backe-Backe-Kuchen für 300. Und da hat er sein Solo. Wie viel setzen Sie? 2400. Aus Hefeteig schmeckt er köstlich. Von einem Insekt kann er sehr schmerzhaft sein. Was ist der Bienenstich? Ein Bienenstich, richtig! Hier war Baumeister Pöppelmann keineswegs auf den Hund gekommen. Dies baute er vielmehr für den Kurfürst von Sachsen.
Thomas. Das ist der Zwinger. Ja. Und damit haben wir die Runde hinter uns gebracht. Als Trainer der Nationalmannschaft prägte er markante Sprüche wie der Ball ist rund und das Spiel endet nach 90 Minuten. Thomas? Der war Sepp Herberger. Richtig. Die Peanuts für 200. Na, Thomas? Was ist die Schmusedecke? Ah. Thomas? Wer ist Schröder? Wer ist Schröder? Korrekt. Thomas? Wer ist Huckleberry Finn? Ja. Thomas? Was ist The Clockwork Orange? Ja, sie beeindruckt mich sehr. Jugendkult 1000. Thomas? Was ist On the Road? Donnerwetter. Thomas? Was ist Rätoromanisch? Ja, im Engadin wird das gesprochen. Thomas? Was ist Sanskrit? Ja. Die Sprache, in der er seine 95 Thesen formulierte. Thomas? Was ist Latein? Ja, er bleibt ganz cool. Und da ist die Runde zu Ende. Spannender geht's nicht. 4.700 Punkte für den Peter, 10.000 für den Joachim und 12.700 Punkte für unseren Champion, den Thomas. Hier ist die Antwort. Nicht ein Milchprodukt, sondern Fantasiewesen von James Joyce waren Namenspatronen für diese Urbausteine der Materie. Wie ist Ihre Frage? Ja, ich glaube, es ist nicht ganz richtig, aber was sind Moleküle, ist das Einzige, was mir eingefallen ist. Das ist falsch. Und Joachim? Was ist Quark? Was sind oder ist ein Quark? Das ist richtig. Und was haben Sie gesetzt? 9.995 Mark. Donnerwetter, 19.995. Das kann bei richtiger Antwort unser Champion nur schaffen, wenn er auch viel gesetzt hat, was eigentlich bisher gegen seine Art war. Deswegen zuerst die Frage, wie lautet die Frage? Die Frage lautet, was sind Quarks? Das ist richtig. Und was haben Sie gesetzt? 7.400 Mark. Und was bedeutet das? Hier springt einer in die Luft und freut sich. 20.100 Mark. Das ist das Geld für unseren alten und den neuen Champion. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen beim Jeopardy Champions Cup. Hier sind unsere Kandidaten aus Mainz, Dr. Thomas Kinne. Der 34-jährige Übersetzer war der erste Jeopardy Champion überhaupt. Nur beim Fechten mit dieser Waffe gilt der ganze Körper des Gegners als Trefffläche. Das ist der Degen? Ja. Bei dieser Staffel muss jeder der vier Schwimmer, die ein Team bilden, das Becken in einer anderen Stilart durchqueren. Was ist Lagenschwimmen? Ja. Die Farbe des Spielballs, mit dem beim Snooker die 15 nummerierten Billardkugeln in die Löcher getrieben werden. Thomas? Was ist weiß? Ja. Thomas? Was ist ein schwarzes Loch? Ja. Thomas? Was ist die Relativitätstheorie? Ja. Tierische Werkzeuge 400. Thomas? Was ist der Ameisenlöwe? Ja. Paradiesisch 500. Thomas? Was ist Paradise Lost? Ja. Paradiesisch 400. Thomas? Wer war Jean-Jacques Rousseau? Richtig. Thomas? Was sind Paviane? Ja. Tierische Werkzeuge 100. Die Angehörigen dieser Ordnung der Gliederfüßer verarbeiten ein Sekret ihres Hinterleibes zu Geweben, die vor allem dem Beutefang dienen. Thomas? Was sind Spinnentiere? Ja. Der Frage, inwieweit Persönlichkeitsmerkmale erblich oder erworben sind, widmet sich die Erforschung dieser genetisch identischen Pärchen. Thomas? Was sind eineiige Zwillinge? Richtig. Charaktersache 400. Und diesmal fällt das Solo auf den Thomas. 1900 Punkte hat er, was setzen? 1000. Hier ist die Antwort. Die Begriffe introvertiert und extrovertiert prägte dieser Freud-Schüler, um nach innen gerichtete Menschen von mehr nach außen hin orientierten zu unterscheiden. Wer war Carl Jung? Richtig. Diese beiden Hunde werden in der gleichnamigen Geschichte beinahe von dem Rohling schlich ertränkt, dann aber von zwei Jungen gerettet. Thomas? Wir sind Plisch und Plum. Ja. Spring in den Mund lautet übersetzt der Name dieses Gerichts. Dazu werden dünne Kalbsschnitzel mit einer Scheibe Schinken und Salbei gebraten. Thomas? Was ist Saltimbocca? Ja. Der römische Feldherr und die ägyptische Königin. Eine Shakespeare-Tragödie zeigt die fatalen Folgen ihres Liebeswahns. Thomas? Wir sind Anthony und Cleopatra. Richtig. Und jetzt gucken wir uns die Punkte an. 4.900 Thomas, 1.500 Norbert, 1.000 Punkte für den Armin. Und hier gibt es jetzt die Antwort. Mit Carl Bernstein bildete dieser US-Journalist bei der Washington Post ein unbestechliches Duo, das zur Aufdeckung der Watergate-Affäre beitrug. Und wie lautet Ihre Frage, Armin? Das war nicht mein Tag, ich musste leider passen. Was haben Sie gesetzt? 750. Und wie geht es bei Ihnen weiter, Norbert? Ich frage, wer ist Woodward? Das ist
Richtig. Und was haben Sie gesetzt? Ich war feige. Ich habe 100 Punkte gesetzt. Ja, ist ein bisschen wenig, was Sie da gesetzt irgendwie haben. Schon, ich weiß ja nicht, ob das reichen wird bei der Endabrechnung. Aber jetzt, Thomas, was fragen Sie? Ja, ich habe geschrieben, wer ist Bob Woodward? Donnerwetter, das ist richtig. Was haben Sie gesetzt? Ich habe 1899 Punkte gesetzt. Und dieser Champion hat es geschafft. Er war schon mal Champion und er ist wieder Champion geworden. Und wir sehen ihn wieder in der zweiten Runde in der nächsten Woche. Und Sie hoffentlich auch. Glückwunsch. Willkommen beim Jeopardy Champions Cup. Hier sind unsere Kandidaten aus Neuwied. Dr. Thomas Kinne. Der 34-jährige Übersetzer sammelt Krawatten. Sein Glücksbringer heute, eine Krawatte mit Winnie Pooh. Literarische Räuber 100. Clopin Trouillefou ist der König der Bettler und Diebe, die in diesem Roman Victor Hugos die Kathedrale umlagern, um Esmeraldas Auslieferung zu erzwingen. Thomas. Was ist Notre Dame de Paris oder der Glöckner von Notre Dame? Das ist richtig. 1512 brachen in dieser heiligen Stadt des Islams Unruhen aus, weil der Statthalter den Genuss von Kaffee aus religiösen Gründen untersagt hatte. Thomas. Was ist Mekka? Ja. Thomas. Petersen 400. Das Solo für Sie. Bis 500 können Sie setzen. 500. Okay, hier ist die Antwort. Und Sie können sich Zeit lassen, denn wir spielen Ihnen auch noch ein kleines Video zu. Leise Killer, tödliche Viren stehen im Zentrum dieses Petersen-Films. Durch die Ebola-Epidemie in Afrika erlangte der Streifen in diesem Jahr ungeahnte Aktualität. Ihre Stadt steht unter Quarantäne. Wenn dieses Virus dort herauskommt, werden 260 Millionen Amerikaner auf entsetzliche Weise sterben. Thomas? Was ist Outbreak? Richtig! Petersen 300. Die heikle Affäre einer verträumten Schülerin mit ihrem Lehrer. 1976 eine der ersten Rollen Nastassja Kinskis und ein Tatort-Erfolg für Regisseur Petersen. Thomas? Was ist Reifezeugnis? Ja. Petersen 200. Thomas? Wer ist Clint Eastwood? Ja. Petersen 100. Thomas? Wer ist Lothar Günther Buchheim? Richtig. Thomas? Was ist die Bluterkrankheit? Ja. Thomas? Wer war Nat King Cole? Ja. Thomas? Was war Pearl Harbor oder ist Pearl Harbor? Das stimmt. Sowohl Frau Jaschke als auch wahre Liebesstar Lilo Wanders prägten das Image dieser Hamburger Kabarett- und Kleinkunstbühne. Thomas? Was ist das Schmidt-Theater? Ja. Der Vater dieser pakistanischen Politikerin wurde durch einen Militärputsch gestürzt. Sie kam als erste Frau an die Spitze eines islamischen Landes. Thomas? Wer ist Benazir Bhutto? Stimmt. Politfrauen 600. Diese konservative Wirtschaftsprofessorin kam 1946 in Istanbul zur Welt. 1993 wurde sie die erste Ministerpräsidentin der Türkei. Thomas? Wer ist Tansu Çiller? Ja. Politfrau 800. Und wieder das Solo für Thomas. Was setzen Sie? 1000. Diese Ärztin wurde 1981 erster weiblicher Regierungschef Norwegens. Ihre Absicht, das Land in die EU zu führen, scheiterte 1994 an einem Referendum. Wer ist Gro Harlem Brundtland? Richtig! Politfrauen 1000. Thomas. Wer ist Vigdis Finnbogadottir Dottir? Richtig! Thomas. Wer ist Paul Ehrlich? Ja. Scheingesicht 200. Thomas. Wer ist Clara Schumann? Ja. Thomas. Was ist Sevilla? Ja. Thomas. Was sind Korallen? Ja. Sportnation DDR 200. Thomas. Wer ist Henry Maske? Ja. 4700 Punkte Thomas. 2700 Dagmar. Und 4700 Karl. Ich würde einfach sagen, alles drin. Hier ist die Antwort. 1989 benannte sich dieser Staat in Union von Myanmar um. In die Schlagzeilen geriet er durch die Verhängung eines Hausarrests über die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi. Dagmar, wie lautet Ihre Frage? Was ist Burma? Das ist richtig. Und was haben Sie gesetzt? 2699. Okay. Karl, was ist Ihre Frage? Was ist Burma? Wir wissen ja schon, dass das richtig ist. Was haben Sie gesetzt? 4700, alles. Alles, mein lieber Freund. Jetzt entscheidet es sich bei Thomas. Was fragen Sie? Ich habe gesagt, was ist Burma? Die englische Version ist Burma. Wir lassen beides gelten. Richtig. Was haben Sie gesetzt? 4700 Mark. Und das ist der Punkt, von dem wir schon alle mal schlaflose Nächte hatten. Wir haben zwei Kandidaten, beide die gleiche Punktzahl und einen dürfen wir nur mitnehmen in unser super, super Finale. Für diesen Fall des Stechens habe ich seit langer Zeit bei Jeopardy immer eine Karte in der Tasche. Bisher habe ich sie nie gebraucht. Jetzt wende ich sie an. Meine Herren, es geht um das Thema Kirchen in Europa.
Und hier ist die Antwort. Von 1571 bis 1574 schuf Isaac Hartbrecht für das Münster dieser Stadt eine kunstvolle Uhr, die neben der Zeit auch Himmelserscheinungen, Ebbe und Flut sowie den Lauf der Planeten anzeigt. 15 Sekunden Bedenkzeit und viel Glück. Karl, wie lautet Ihre Frage? Geraten. Was ist das Straßburger Münster? Das ist richtig. Und nun zu Thomas. Was fragen Sie? Dann ist meine falsch. Was ist Ulm? Und jetzt können Sie sich vorstellen, einer ist traurig, einer freut sich. Er kommt weiter ins Superfinale als zweiter Kandidat. Der Herr Karl aus Wien. Ist das nicht ein großes Bild der Freude? Hoffentlich hat es Ihnen Spaß gemacht. Kommen Sie morgen wieder. Gratuliere. Heute ist Krimi-Tag um 20.15 Uhr. Doppelter Einsatz. Danach Detective Hanks. Und um 22.15 Uhr ist Quincy über beide Ohren verliebt. Gefährlich und spannend. Der Krimi-Tag bei RTL. Auch wer beim Champions Cup das Superfinale nicht erreicht, erhält einen Preis. Herzlichen Glückwunsch zum Jeopardy-Koffer, einer exklusiven Sonderanfertigung aus der Merlin-Lederwerkstatt. In diesem mobilen Office steckt ein D1-Handy von Telekom Mobilnet mit der passenden D1-Karte und einer freien Grundgebühr für ganze 6 Monate. Zusätzlich gefüllt ist der Jeopardy-Koffer mit einem Toshiba-Notebook der neuesten Generation. With representatives from 9 countries around the world, this is the Jeopardy Olympic Games Tournament. Representing Germany, a translator from Frankfurt, Germany, Tom Kinney. And now, here is the host of Jeopardy, Alex Trebek. Thank you, Johnny Gilbert. Hello, ladies and gentlemen, and welcome to the second of our semifinal matches in this Olympic Jeopardy tournament. Delighted to welcome Soren, Tom, and Mandy. I wish you all good luck and put you to work right now in the Jeopardy round. Latin words and phrases 100, please. The phrase fugit irreparabile tempus has been shortened to just tempus fugit. This flies. Tom. What is time? Right. Please. It literally means in glass and is where some fertilizations occur. Tom. What is in vitro? That's it. Latin for 400. It's the opposite of mala fide. Tom. What is bona fide? That's right. Fans of Davy Crockett remember the Alamo is in San Antonio in this western state. Tom. What is Texas? That's it. When visiting this California city, take a cable car to Fisherman's Wharf. Tom. What is San Francisco? Right. Except for a brief time, this birthplace of Christopher Columbus was ruled by a doge from 1339 to 1797. Tom. What is Genoa? Genoa, yes, birthplace of Columbus. European history for 500, please. The answer there is the Daily Double. You have been silent for a few moments, and yet you are still in the lead with 2,300, Tom. Okay, I risk 800, please. $800. Here is the clue for you. From 930 to 1262, this country's Althing served as both court and legislature. What is Denmark? No, sorry. Correct response here is what is Iceland? Oh. Iceland. So that cost you. You're still in the lead, but the margin is smaller now. Leo I asserted that papal power was granted by Christ only to this man and his successors. Tom. Who is St. Peter? That's right. And with that correct response, we come to the end of this round. Tom Kinney from Frankfurt, Germany is a translator. And it says here, you translate dialogue of American television series before they are dubbed in German. Yes. Now. Give me some idea of the series you have worked on. Oh, for example, Hill Street Blues or Cheers, some of the better-known, longer-running series. Do you find it easier to translate dramas or comedies? Drama is usually easier because comedy has so many jokes that do not translate well, and I have to come up with a lot of substitutes. Yeah, there are a lot of subtleties that the American, exactly. That any language has, yes. That are difficult to translate. Double Jeopardy time, coming up right now. This star of East of Eden and Rebel Without a Cause was only 24 when he died in a 1955 car crash. Tom. Who's James Dean? Right. This boxer's slogan, I am the greatest, was inspired by wrestler Gorgeous George. Tom. Who is Muhammad Ali? That's it. James Joyce called this country his homeland.
The old sow that eats her farrow. Tom. What is Ireland? Right. By Article 2 of this U.S. document, treaties are made with the advice and consent of the Senate. Tom? Where's the Constitution? That's right. This South American country is over 10 times as long as it is wide. Tom? What is Chile? Timor is the largest of this country's Lesser Sunda Islands. Bali is one of the smaller ones. Tom? What is Indonesia? You're right. He was recently voted in as president of the new self-rule Palestinian government. Tom? Who is Yasser Arafat? Yes. A finalist from Great Britain and one from Germany are competing in Final Jeopardy in a category that has to do with Spain. As always, players, you'll have 30 seconds to write down your question as a response to this clue today. Take a look. This Catalonian city, once the capital of the Visigoths, may be named for a Carthaginian family. Good luck. Be difficult, in fact, to name any other Catalonian city except for this one, unless you are very familiar with Spain. Let's start in the middle there with you, Tom. You were in second place with 5,400, and you wrote down... What is Barcelona? You are correct, sir. And your wager, 5,400. That puts you in the lead at the moment with 10,800 as we come to Mandy Hale. She spent a long time writing down her response. She was leading with 6,500, and she came up with... What is Barcelona? Correct also. Did you risk enough money? 4,400. Well, that takes you up to 10,900, so it is enough money. Congratulations to you, Mandy. You will be a finalist, and you will get to come back in 2 days' time. Our last semifinal tomorrow here on Jeopardy. See you then. So long. In Jeder gegen Jeden. Thomas Kinne, Übersetzer aus Nauheim. Siegbert Woring, Richter aus Puhlheim. Jeder gegen Jeden. Die spannende Quizshow mit Hans-Hermann Gockel. Thomas, sein bester Freund Asterix. Mhm. Wie viele Bände haben Sie schon? Über 500. Und wie viel soll noch dazukommen? Es fehlen noch so etwa 200, soweit ich weiß. Dann haben Sie ja ein tolles Ziel vor Augen. Ja. Thomas, Sie wählen die Vorwahl 030. In welcher Stadt landen Sie? Hier in Berlin. Richtig. Thomas, wie heißt der vierte Buchstabe des griechischen Alphabets? Delta. Das stimmt. Tja, und jetzt kommt die Runde 2. Und in dieser Runde 2, da wird es natürlich heftig, ich sage das immer wieder, K.O.-System. Die Kandidaten werden sich gegenseitig aus dem Rennen schießen. Nummer 4. Thomas, wie nennt man die Quader, Würfel oder eiförmig gepresste und getrocknete Braunkohle? Brikett. Auch das stimmt. Die Nummer 4. Thomas, wie lautet die österreichische Bezeichnung für Sahne? Obers. Obers, genau. Und Schlagsahne ist folglich Schlagobers. Obers, ja. Die 4. Wie heißt der amerikanische Schwergewichtsboxer, Thomas, der sich seit seiner Haftentlassung 1995 von Sieg zu Sieg boxt? Das müsste Mike Tyson sein. Natürlich, Mike Tyson. Die 4. Thomas, wie nennt der Chefkoch die Grundbrühe zur Herstellung von Soßen und Suppen? Fond. Auch das stimmt. Die 4. Als der griechische Mathematiker Archimedes sein Auftriebsgesetz entdeckte, soll er gerufen haben, Heureka! Was heißt es übersetzt? Ich hab's gefunden. Das stimmt, Thomas. Wir haben Sie, Erik, Thomas und Jochen sind im Finale. Jeder gegen... Zwei packende Runden haben Sie schon hinter sich gebracht. Und nun stehen Sie im Finale. Erik Frost aus Donsiders. Erik geht mit einem Punkt in die Endrunde. Thomas Kinne aus Nauheim. Er beginnt das Finale mit 2 Punkten. Und auch Jochen Werri aus Köln startet die dritte Runde mit 2 Punkten. Ich bin gespannt, wer gewinnt. Und du sicherlich auch, Hans-Hermann.
Natürlich. Und Sie wissen ja, erst wird gebuzzert und dann wird nominiert. Auf geht's. Hier ist die erste Frage. Wann soll die neue Rechtschreibreform verbindlich in Kraft treten? Thomas? 1998. Richtig. 14 Jahre lang war er französischer Staatspräsident. Wie hieß dieser Sozialist, Thomas? François Mitterrand. Richtig. Wie geht's weiter? Ich mach selbst weiter. Wie heißt der Ritter mit der eisernen Hand, über den Goethe ein Drama schrieb? Götz von Berlichingen. So ist es. Ich mach noch eine. Welcher Konsul wurde in den 60er und 70er Jahren durch seinen Handel mit Adels- und Doktortiteln bekannt? Das war Konsul Weyer. Richtig. Ich mach noch eine. Wie heißt der europäische Mannschaftssport, der mit einem ovalen Ball gespielt wird? Rugby. Richtig, Thomas. Ich versuche noch eine. Welche Blume bittet mit ihrem deutschen Namen um eine Gedächtnisleistung? Vergiss mal nicht. Auch das stimmt. Dann mache ich jetzt noch eine. Mit welchem Tier stürzte sich der Deichgraf Hauke Hain in der Novelle von Theodor Storm in die Fluten? Mit einem Pferd. Richtig, Thomas. Wie geht's weiter? Noch eine für mich. Welcher Ort in Sachsen-Anhalt darf sich seit Sommer 1995 wieder Hansestadt nennen? Da muss ich leider passen. Salzwedel und der Buzzer ist im Spiel. Für welches chemische Element steht die Abkürzung MN? Thomas. Für Mangan. Richtig. Dann mache ich noch einen. Wie heißt das große Amphitheater in Verona? Das weiß ich nicht. Arena de Verona. Und wieder der Buzzer. In welchem Jahr brach die russische Oktoberrevolution aus? 1917. Auch das stimmt. Der Erik. Von welchem Komponisten stammt das Weihnachtslied White Christmas? Irving Berlin. Stimmt. Zu Thomas. Wie heißt der Motorrad-Kultfilm der 70er Jahre? Easy Rider. Auch das stimmt. Sie wissen alle so viel. Thomas? Den Jochen will. Der Anführer welches Volkes war Genghis Khan? Der Mongolen. Richtig? Der Thomas. Wer schrieb das Buch über die Entstehung der Arten? Das war Charles Darwin. Ja. Jochen, bitte. Wie heißt die amerikanische Comicfigur Porky Pig auf Deutsch? Schweinchen Dick. Richtig? Der Thomas. Welchen Beinamen hat die 8. Sinfonie von Gustav Mahler? Die göttliche. Sinfonie der 1000 und Thomas ist raus. Das war auch die letzte Frage des Finales und rechnen wir ab. Jochen hat 62 Punkte plus ein Licht, das sind 63 Punkte. Und Erik hat 61 Punkte plus ein Licht, das sind 62 Punkte. Im Sport würde man sagen, ein Fotofinish. Jochen ist unser Tagessieger. Herzlichen Glückwunsch. Ich bedanke mich aber auch bei Thomas. Es war unglaublich spannend. Und Erik, herzlichen Dank. Es hat Spaß gemacht. Ihnen sicherlich auch. Wir sehen uns wieder wie immer 17 Uhr hier in Sat.1 bei Jeder gegen Jeden. Machen Sie es gut. Tschüss. Von den 9 Kandidaten der heutigen Show wird nur einer ein Preisgeld von bis zu 50.000 Mark mit nach Hause nehmen. Alle anderen gehen komplett leer aus, denn Runde für Runde wird ein Spieler hinausgewählt. Das ist das Spiel. Willkommen zu Der Schwächste fliegt. Ich heiße Thomas, bin 40 Jahre alt, Übersetzer aus Nauheim. Ich bin Christa, 42 Jahre jung, Schneiderin aus Rot. Team, das hier sind die Regeln. Das Ziel ist, in jeder Runde innerhalb des Zeitlimits genug Fragen korrekt zu beantworten, um den Höchstbetrag von 5.000 Mark zu erreichen. Der schnellste Weg zum Maximalgewinn ist, eine Kette mit 9 richtigen Antworten zu bilden. Eine falsche Antwort bricht die Kette, das Geld ist verloren. Aber, sagt ihr Bank, bevor eine Frage gestellt wird, ist das Geld gesichert. Danach allerdings fängt die Kette wieder bei 0 an. Thomas, wie wird ein deutsches 10-Pfennig-Stück auch genannt? Groschen. Korrekt, Thomas.
Der Ontario-See befindet sich an der Grenze zwischen Kanada und welchem Staat? USA. Korrekt, Thomas. Wie werden in der Biologie Tiere mit einer den Körper symmetrisch teilenden Wirbelsäule bezeichnet? Wirbeltiere. Korrekt. Welches Körperteil zwischen Kopf und Rumpf ermöglicht es dem Menschen, seinen Kopf zu bewegen? Der Hals. Korrekt. Ein Komödientitel des italienischen Dramatikers Carlo Goldoni lautet Diener zweier Herren. Korrekt. Bei welchen Tieren wächst der Comicheld Tarzan auf? Affen. Korrekt. Willkommen zurück zu Runde 5. 8.300 Mark sind in eurer Teamkasse von möglichen 20.000 Mark und jetzt seid ihr noch zu fünft. Thomas, welchen berühmten Motorroller präsentierte Enrico Piaggio 1946 erstmals der Öffentlichkeit? Die Vespa. Thomas, wofür steht die Abkürzung der Partei FDP? Freie Demokratische Partei. Korrekt. Thomas, wie bezeichnet man bei uns das vom Golf abgeleitete Freizeitvergnügen Bahnengolf im Volksmund? Minigolf. Richtig, Thomas. Die Zeit ist aber um. Und ihr beendet diese Runde mit 850 Mark. Runde 6 von den möglichen 25.000 Mark habt ihr 9.150 Mark in eurer Teamkasse. Als Kanzlerkandidat welcher Parteien unterlag Rainer Barzel 1972 beim konstruktiven Misstrauensvotum gegen Willy Brandt? CDU/CSU. Korrekt. Thomas, welches beliebte Stofftier erhielt seinen Namen nach dem amerikanischen Präsidenten Theodore Roosevelt? Der Teddybär. Korrekt. Thomas, mit welchem Wort wird die Umgestaltung Russlands unter Gorbatschow bezeichnet? Perestroika. Thomas. Bank. Bei welcher Grundrechenart werden... Die Zeit ist um. Das kam ja gerade noch, Thomas. Glück gehabt. Und somit beendet ihr diese Runde mit 1050 Mark. Runde 7. 10.200 Mark sind in eurer Teamkasse. Thomas, in welchem deutschen Bundesland liegt die kreisfreie Stadt Darmstadt? In Hessen. Korrekt. An welchem Körperteil trug man früher Galoschen? An den Füßen. Korrekt. Wenn man keine weiteren Möglichkeiten mehr hat, ist umgangssprachlich das Ende welcher Stange erreicht? Der Fahnenstange. Korrekt. Wie nennt man das Ausscheidungsprodukt aus den Drüsen der Honigbiene, aus dem die Waben aufgebaut werden? Wachs. Korrekt. So, mittlerweile sind wir in Runde 8 und mit 11.700 Mark in der Kasse. Alles, was ihr jetzt erspielt, wird verdreifacht. Und das heißt, maximal 15.000 Mark werden zu dem gewonnenen Geld der letzten Runden addiert. Die Summe ergibt dann das letztendliche Preisgeld. Wir beginnen mit dem Stärksten der letzten Runde und das warst du, Thomas. Jetzt wird gespielt, der Schwächste fliegt. Die Zeit läuft. Thomas, von welchem Land ist Bern die Hauptstadt? Schweiz. Korrekt, Christa. Welcher Zweig der Physik untersucht die physikalischen Vorgänge auf und in der Erde? Geophysik. Korrekt, Thomas. Ein sonntägliches ZDF-Frauenjournal heißt in Anlehnung an ein Gemälde von Leonardo da Vinci, M.L.? Mona Lisa. Korrekt, Christa. Wer wurde 1994 in der ersten gesamtdeutschen Wahl zum Bundespräsidenten gewählt? Herzog. Korrekt, Thomas. Bank. Wie nennt man heftige, rüsselförmige Wirbelstürme, die meistens in den Staaten des mittleren Westens der USA entstehen? Tornados. Korrekt, Christa. Wie heißt die Anfangszeile aus Goethes Gedicht Das Göttliche vollständig? Edel sei der Mensch. Hilfreich und gut. Korrekt, Thomas. Bank. Die Zeit ist um, das Bank habe ich akzeptiert. Und somit beendet ihr die Runde mit 800 Mark. Die 800 Mark werden verdreifacht zu den 11.700 Mark addiert. Und das bedeutet, es geht heute um ein Preisgeld von 14.100 Mark. Aber nur einer von euch nimmt das Geld mit nach Hause. Der andere geht komplett leer aus. Willkommen zum Finale. Thomas und Christa, ihr zwei seid noch übrig und es geht heute um 14.100 Mark. Jetzt wird gespielt. Der Schwächste fliegt. Was an der deutschen Börse der DAX ist, ist an der Börse von Tokio der... Nikkei. Diese Antwort ist korrekt. Thomas. Bei den Dreharbeiten zu welchem Monumental-Historienfilm lernten sich Elizabeth Taylor und Richard Burton Anfang der 60er Jahre kennen? Cleopatra. Diese Antwort ist korrekt. Christa. Mit welchem aus dem Griechischen stammenden Fremdwort bezeichnet man einen Weltbürger? Globetrotter. Diese Antwort ist falsch. Die korrekte Antwort ist Kosmopolit. Ihr habt Zeit, um die Fragen zu beantworten. Thomas,
Zu welcher deutschen Popgruppe gehören Bela B. und Farin Urlaub? Zu den Toten Hosen. Diese Antwort ist falsch. Die korrekte Antwort ist die Ärzte. Christa. Von welcher Mittelmeerinsel stammt der Likörwein Marsala? Ich weiß nicht, Mallorca. Diese Antwort ist falsch. Die korrekte Antwort ist Sizilien. Thomas. Welches ist das älteste christliche Fest und Hauptfest des Kirchenjahrs? Ostern. Diese Antwort ist korrekt. Christa. Welche deutsche Leichtathletin gewann 1972 bei den Olympischen Sommerspielen in München Gold im Weitsprung und mit der 4x100-Meter-Staffel? Fällt mir nicht ein. Die korrekte Antwort ist Heidemarie Rosendahl. Thomas. Wenn du die nun folgende Frage korrekt beantwortest, bist du bereits der Gewinner von 14.100 Mark. Das ist deine Frage, Thomas. Welchen Namen hat die Landschaft an der Nordseeküste, die sich von Nordfrankreich bis in den Süden der Niederlande erstreckt? Normandie. Diese Antwort ist falsch. Die korrekte Antwort ist Flandern. Christa, du musst die nun folgende Frage korrekt beantworten, um im Spiel zu bleiben. Ansonsten hat Thomas gewonnen. Wie nennt man das typische Geräusch, das von Zikaden mit Hilfe bestimmter Organe erzeugt werden kann? Zirpen. Diese Antwort ist korrekt. Thomas, wenn du die nun folgende Frage korrekt beantwortest, nimmst du 14.100 Mark mit nach Hause. Welches Fabeltier wird in den Volkssagen Mitteleuropas auch Lindwurm oder Tatzelwurm genannt? Der Drache. Diese Antwort ist korrekt. Das bedeutet, Thomas, du warst heute der Stärkste im Team und nimmst 14.100 Mark mit nach Hause. Christa, du gehst komplett leer aus. Ich sehe sie wieder, wenn der Schwächste fliegt. Und tschüss. Ich bin außerordentlich happy. Ich hätte das nie gedacht. Also ich bin selbst überrascht gewesen, dass das so gut geklappt hat am Ende. Ich denke, Thomas hat es verdient, mit ins Finale zu kommen. Und wir beide waren die einzigen Nichtraucher in unserer Runde. Das haben wir eben schon drüber gescherzt. Aber er hat es bestimmt verdient jetzt. Das Spiel an sich hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Das ist leicht zu sagen, wenn man mit dem Gewinn rausgeht. Aber ich würde trotzdem sagen, ich bin also ein begeisterter Spieler. Ich schaue mir die Sendung auch gerne im Fernsehen an. Noch? Mhm. Und keine Ahnung. Also ich würde sagen, Jackson Pollock sagt mir meine innere Stimme, aber ich setze meinen Joker ein. Jetzt würde ich fast sagen, ich hoffe, dass das nicht stimmt, denn dann haben Sie wenigstens gut den Joker benutzt. Ja. Antwort B. Jackson Pollock. Wäre das richtig gewesen? Nein, es war Antwort A. Also gut gespielt einfach. Chester Jones war es. Das ist der amerikanische Künstler, der mit seinen Flaggenbildern berühmt wurde. Und ich bin sehr gespannt, wie viele von den drei übrig gebliebenen Gegnern das auch nicht wussten. Für wen heißt es Feierabend? Wow! Der Herr mit der Brille und der Nummer 26 ist der Einzige, der noch übrig geblieben ist. Zwei Gegner sind weg. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen, Ainur. Sie haben nur noch einen einzigen Gegenspieler, aber der sieht leider besonders intellektuell aus. Dieser eine Gegenspieler ist jetzt bei der nächsten Frage 50.000 Euro wert. Wenn Sie Ihren Verdoppler setzen, steht auf seinem Kopf also 100.000 Euro. Das nächste Thema bitte. Sind Sie schon mal in Lissabon gewesen? Nein.
Heißt das, dass Sie eine leichte Frage möchten? Ja. Auch wenn ich mir sicher bin, dass der einzige Kandidat, der noch übrig ist, diese Frage wahrscheinlich auch beantworten wird. Nämlich ich weiß nicht, sind Sie schon mal in Lissabon gewesen? Nein, ich war noch nicht. Da, siehst du? Welche Naturkatastrophe zerstörte 1755 große Teile Lissabons? A. Sturmflut. B. Erdbeben. Oder C. Vulkanausbruch. Der Herr mit der Nummer 26 hat jetzt 6 Sekunden, um seine Antwort einzugeben. Wie heißen Sie übrigens mit Vornamen? Thomas. Thomas? Thomas, ja. Also ich gehe davon aus, dass es ein Erdbeben ist. Erdbeben. Antwort B. Ich hoffe es. Stimmt die Antwort ja oder nein? Es stimmt. Und ob Thomas es auch leicht fand, das sehen wir jetzt. Sie haben es gewusst. Geraten. Sehr gut, Thomas. Aber Beatles. Auch wenn es etwas die Spannung nimmt, aber leicht. Auf dem Cover welchen Albums laufen die Beatles über einen Zebrastreifen? A. Abbey Road. B. Rubber Soul. Oder C. A Hard Day's Night. Die Zeit läuft für Thomas. 6 Sekunden für Sie. Der hat schon gedrückt. Wissen Sie es? Ja, das ist sogar recht einfach. Das war die Abbey Road. Und der Thomas weiß es auch. Okay, Antwort A für Sie. Und jetzt schauen wir erst mal, ob Sie das richtig gesagt haben. Ist es Antwort A? Ja, es ist Antwort A. Abbey Road stimmt. Man weiß es nie, man kann die einfachsten Dinge auf einmal nicht wissen. Thomas, war das richtig? Ja, es war richtig. Er hat richtig geantwortet. Schön für Sie. Er ist ein zähes Exemplar, Einur. Modedesigner, wir haben ein Foto davon. Sie wollen eine schwere Frage, oder? Ja. Gut. Schwere Frage. Wie heißen die italienischen Modezaren Dolce und Gabbana mit Vornamen? A. Giorgio und Jean-Paul. B. Domenico und Stefano. Oder C. Gianni und Gianfranco. Die Zeit läuft für Thomas. Ich nehme an, dass das eine etwas schwerere Frage für ihn ist. Aber vielleicht hat er viel Ahnung von Mode. Wissen Sie es selbst? Ja. Sie wissen es. Ja, ich weiß es. Gott sei Dank. Wollen Sie den Verdoppler setzen? Ja. Was Sie wirklich glauben, der weiß es nicht. Da gewinnen Sie also 112.904 Euro. Was ist Ihre Antwort? Also Giorgio und Jean-Paul sind es nicht, weil das ist Giorgio Armani und Jean-Paul Gaultier. Gianni und Gianfranco sind es auch nicht, das sind die Versace-Brüder, glaube ich. Es sind Domenico und Stefano, B. Antwort B. Domenico und Stefano. Ist die Antwort B richtig, ja oder nein? Ja, die ist richtig. Spannend. Mir wird ein bisschen schlecht, ehrlich gesagt, in diesem Moment. Denn alles hängt jetzt von Thomas ab. Wenn er falsch geantwortet hat, haben Sie 112.000 Euro gewonnen. Hat Thomas falsch geantwortet, ja oder nein? Nein, es war richtig. Ja. Komplimente, Thomas. Wussten Sie es oder haben Sie geraten? Ich habe es genauso abgeleitet. Es tut mir leid, Einur. Schwimmer. Seit wann können Albatrosse eigentlich schwimmen? Spätestens seit Michael Groß, dem goldenen Bademeister der 80er Jahre. Mit eisernem Willen und mächtiger Spannbreite flog er wie ein Vogel von Rekorden zu Medaillen. Haben Sie Ahnung von Sport? Ich gebe mir noch eine leichte. Und die nächste dann. Mal schauen. Okay, eine leichte Frage. In welcher Disziplin gewann Michael Groß 2 olympische Goldmedaillen? A. Delfin. B.
Freistil oder C, Rücken. Die Zeit läuft für Thomas. 6 Sekunden hat er sich zu entscheiden. Haben Sie es gesehen? Ich glaube, ich nehme Delfin. Antwort A. Ja. Oder? Vielleicht besser, wenn Sie sich jetzt entscheiden. Freistil B. Mal schauen. Wenn es Delfin ist, ist es schade, aber ich nehme Freistil. Antwort B. Ich hoffe, dass es richtig ist. Ist Antwort B, Freistil, die richtige Antwort, ja oder nein? Michael Groß, Delfin, Antwort A war die richtige Antwort. Ich hab's fast gedacht. Hat Thomas richtig geantwortet? Ja, Sie sind gleich mit der nächsten. Herzlich willkommen, Thomas. So, Thomas. Jetzt sitzen Sie selbst da. Ja. Ich habe eigentlich das Gefühl, wir kennen uns schon ein bisschen. Wir waren die ganze Zeit so eine Art, wie nennt man das, flotter Dreier. War ganz gemütlich zu dritt, aber jetzt müssen Sie es alleine schaffen. Ja. Sie waren eine harte Nuss, wir konnten Sie nicht knacken. Jetzt bin ich gespannt, ob es Ihnen gelingt, 100 Gegner wegzuspielen. Aber ich schaue erst mal, was wir über Sie wissen. Sie heißen Thomas Kinne. Ja. Sie sind 40 Jahre alt, Sie kommen aus Neuheim. Sie sind Übersetzer, Sie sind verheiratet, Sie haben 2 Kinder. 2 Töchter. Ja. Wie heißen Sie? Diane und Alisa. Und wie alt? Eine ist 19, die andere ist 4. Ab in die Hölle mit Ihnen jetzt. Toi, toi, toi. Viel Erfolg. Es geht los. Alle 100 Konkurrenten sind wieder im Spiel. Die sind zusammen 50.000 Euro wert. Das heißt, dass der Pro-Kopf-Wert jetzt 500 Euro ist. Das erste Thema für Sie ist Kultfilme. Ja, zum Aufwärmen würde ich sagen, nehme ich mal eine leichte Frage. Okay, eine leichte Frage. Wer ist Regisseur und einer der Hauptdarsteller des Kultfilms Easy Rider? A. John Travolta, B. Dennis Hopper oder C. Donald Sutherland. Die Zeit läuft für die 100 Gegner. Die haben 6 Sekunden, um ihre Antwort loszuwerden. Und wissen Sie das, Thomas? Ich denke schon, ja. John Travolta dürfte in dieser Zeit, in den 60er Jahren, wahrscheinlich noch in den Windeln gelegen haben. Donald Sutherland würde ich auch nicht mit der Art von Filmen in Verbindung bringen. Ich weiß, dass Peter Fonda einer der Hauptdarsteller war und Dennis Hopper war auch Hauptdarsteller und Regisseur, also Antwort B. Ich glaube nicht, dass ich mich noch mit Ihnen rumdiskutieren muss. Antwort B, Dennis Hopper. Stimmt das? Ist das die richtige Antwort? Ja, das ist die richtige Antwort. Ich bin gespannt, ob Sie mit dieser leichten Anfangsfrage schon ein paar Gegner weggespielt haben. Wer wusste es nicht, für wen heißt es Ende der Fahnenstange? Ja, doch ein paar falsche Antworten. Leider für Sie 9 falsche Antworten mal 500 Euro ergibt 4.500 Euro auf dem Konto. Und Sie hätten schon fast 10% geschafft. Wir kommen zum zweiten Thema. Herrscherfamilien. Ja, da würde ich auch lieber noch mal mit der leichten Frage versuchen. Okay. Aus welcher italienischen Familie stammen 3 Päpste und 1 französische Königin? A. Medici, B. Garibaldi oder C. Berlusconi. Die Zeit läuft. Die 3 Päpste und die französische Königin, die stammen wohl aus dem Geschlecht der Medici. A. Antwort A. Medici. Stimmt,
Die Antwort A. Ja, die stimmt zum Glück. Und ich kann mir doch vorstellen, dass der eine oder andere Gegenspieler sich da geirrt hat. Ja. Wie viele haben die falsche Antwort gegeben? Eine Menge rote Lampen. Das sind gute Nachrichten für Thomas. Mhm. 17 falsche Antworten, Thomas, mal 549 Euro. Ergibt 9.333 Euro für diese Frage. Insgesamt auf dem Konto jetzt 13.833 Euro. Die Balearen. Ich weiß nur, da ich noch nicht da war, dass man da manchmal die eine Insel mit der anderen verwechseln kann. Und da ich annehme, dass viele schon mal da waren, nehme ich diesmal auch die leichte Frage. Das ist vielleicht schlau. Ja. Okay. Die leichte Frage. Wie heißt die Hauptstadt der Ferieninsel Mallorca? A. Palma de Mallorca. B. La Palma de Mallorca. Oder C. Las Palmas de Mallorca. Die Zeit läuft für die 74 Gegner. Ich bin der Meinung, das heißt A. Palma de Mallorca. Palma de Mallorca. Ist das die Hauptstadt der Ferieninsel Mallorca? Ja, das ist sie. Aber Sie hatten selbst das Gefühl, das wissen viele, oder? Ja, ja, das denke ich schon. Das müssten die meisten gewusst haben, ja. Ich weiß es nicht. Wir fragen einfach mal, wer darf nicht mehr weiterspielen? Doch, zwei falsche Antworten. Leider. Aber gut für Thomas, denn zweimal 675 Euro ergibt 1.350 Euro. Das heißt jetzt 15.183 Euro auf dem Konto. Tango. Tango, waren Sie auf der Tanzschule? Nein, das ist so ein rotes Tuch für mich. Also ich habe da überhaupt kein Talent. Aber ich muss sehen, dass mal Butter bei die Fische kommt. Ich denke, das könnte auch eine Frage werden. Ich habe ja noch mal einen Joker, mit der man die Gegner etwas reduzieren könnte. Deshalb nehme ich jetzt mal, ich riskiere mal die schwere Frage. Okay, mutig, die schwere Tango-Frage. In welchem Takt wird Tango getanzt? A. Zwei Viertel? B. Drei Viertel? Oder C. Sechs Achtel? Die Zeit läuft für die 72 Gegner. Ich glaube, in dem Falle nehme ich den Joker. Das machen Sie wirklich? Ja, mache ich. Okay, dann wird das Geld jetzt von Ihrem Konto abgebucht, sozusagen. 11.387 Euro sind noch übrig und Sie bekommen gleich von mir die Antwort. Sie haben die Antwort sozusagen gekauft gerade. Mhm. Sie hätten gesagt 6 Achtel? Ja. Antwort C also? Okay. Antwort C. Ist das der Takt, in dem Tango getanzt wird? Nein, es war Antwort A. Zwei Viertel. Gute Entscheidung. Ja, eine sehr gute Entscheidung. Kann man laut sagen, denn wenn Sie keinen Joker gesetzt hätten, hätten wir uns jetzt verabschieden können. Aber Sie haben das gut gemacht und ich hoffe für Sie, dass Sie gut aufgeräumt haben mit diesem Joker. Das hoffe ich auch. Dann war es wert. Wer wusste auch nicht, in welchem Takt Tango getanzt wird? Oh. Sie haben einen Kahlschlag veranstaltet. Ja, war Absicht. 41 falsche Antworten. Nicht zu glauben. Mit dem allerersten Joker. Sie bekommen also leider kein Geld dazu. Ja. Aber so viele Gegner wegspielen, das ist auch etwas. Mhm. Sie haben jetzt noch 31 Konkurrenten. Ja. Die sind pro Kopf 1.612 Euro wert. Und das nächste Thema für Sie heißt Parfüm. Ja, ich möchte mich auch nicht allzu schnell von meinen Jokern trennen. Jetzt versuche ich doch lieber noch mal eine leichte Frage. Okay, die leichte Parfümfrage. Welches Parfüm ist nicht von Chanel? A. Numero 5, Nummer 5. B. Coco. Oder C. Opium. Die Zeit läuft. Ich bin mir sicher, Opium ist nicht von Chanel. Also kein Joker? Kein Joker. Sie setzen auf Antwort C. C, ja. Opium. Ist Opium tatsächlich nicht von Chanel? Das stimmt, Thomas. Sehr gut.
Ich kann mir vorstellen, dass es für die Herren keine leichte Frage ist. Ja, wer wusste das auch nicht oder nicht? Thomas hat es schon gewusst. Wer hat falsch geantwortet? Zwei falsche Antworten, auch noch eine Dame dabei. Schade, aber für Thomas bringt das zweimal 1612 Euro, heißt 3224 Euro. Insgesamt jetzt 14.611 Euro auf dem Konto. Und hoffentlich kommt jetzt ein Thema, das Sie besonders anspricht. Was ist das nächste Thema? Wir haben kein nächstes Thema. Da ist er wieder. Der Ton, der uns vorschreibt, dass wir aufzuhören haben. Thomas gegen 29 gnadenlose Gegner. Gleich geht's weiter. Auf unserem Stuhl sitzt immer noch Thomas aus Nauheim. Thomas hat noch 29 Gegenspiele vor der Brust und 14.611 Euro auf dem Konto. Den Verdoppler hat er auch noch und noch viel wichtiger, zwei Joker, mit denen Thomas zwei Antworten kaufen könnte, wenn er keine Ahnung hat. Das allererste Thema für Thomas heute ist Zirkus. Da waren wir natürlich alle schon mal, aber ich nehme an, das ist etwas länger her für Sie, oder? Nein, ich war sogar in diesem Jahr. Mit Ihrer Tochter natürlich, ja, die ist 4 Jahre alt, die findet sowas ganz spannend. Ja, hat ja sehr viel Spaß gemacht, die erzählt heute auch noch davon. Aber trotzdem lieber leicht anfangen? Ich versuche mal mit einer schweren. Okay, sofort eine schwere Frage. Was bezeichnet man beim Zirkus als Chapiteau? A. Das Zelt. B. Ein Raubtierkäfig. Oder C. Den Manegeneingang. Die Zeit läuft für die 29 Gegner. Es könnte irgendwas Spitzes sein. Ich würde irgendwie ans Zelt denken. Aber ich habe den Ausdruck noch nie gehört. Und aus dem Grunde... Das können Sie etwas ausschließen? Mit dem Manegeneingang, das würde ich immer noch für möglich halten, weil das irgendwie vorn liegt oder da, das ist möglich. Also ich kann mich zwischen A und C nicht entscheiden. Und aus dem Grunde muss ich jetzt den zweiten Joker opfern. Schade um die 7.305 Euro, die jetzt von Ihrem Konto abgezogen werden. Und noch viel schlimmer, der zweite Joker ist jetzt auch weg. Sie haben nur noch einen Ausweg, nur noch einen Joker. Ja. Und ich gebe Ihnen gleich die richtige Antwort. Mhm. Aber ich hätte natürlich gerne gewusst, was Sie gesagt hätten, wenn Sie hätten antworten müssen. Dann lege ich mich jetzt einfach mal auf C fest, auf den Manegeneingang. Manegeneingang, ja, hätten Sie gesagt. Antwort C. Ist ein Chapiteau ein Manegeneingang? Nein, es ist das Zelt. Ja. Habe ich. Erster Gedanke war doch die richtige. Ja. Aber wie viele haben Sie weggespielt? Das ist noch viel wichtiger in diesem Fall. Ja. Für wie viele Gegner heißt es jetzt Feierabend? Wer hat falsch geantwortet? Oh, so. Es sieht aus, als ob das mehr als die Hälfte ist. Das stimmt auch. Von den 29 haben 19 falsch geantwortet. Perfekt. Ist doch prima. Ja, mit dem zweiten Joker 19 Konkurrenten weggespielt. Ja. Das nächste Thema bitte. Prominente Väter. Ja, da würde ich... Lesen Sie die Klatschblätter so ein bisschen? Oder? Eigentlich nicht, aber man bekommt doch einiges mit. Also ich denke, vielleicht ist da was hängen geblieben. Ich versuche es auch hier nochmal mit einer schweren Frage. Eine schwere Frage? Ja. Wie heißt die Tochter von Oscar-Preisträger John Voight? A. Cameron Diaz. B. Angelina Jolie. Oder C. Melanie Griffith. Die Zeit läuft für die 10 Gegner. Aber wissen Sie die Antwort, Thomas? Ja, also ich weiß bei Melanie Griffith eigentlich nur, dass sie eine berühmte Mutter hat. Ich glaube, das war Tippi Hedren. Bei Cameron Diaz kenne ich die Eltern nicht. Und ich weiß, dass ich bei der Oscar-Verleihung, als Angelina Jolie ihren Oscar gewonnen hat, sich ihr Vater, der saß im Publikum und hat sich sehr gefreut und war den Tränen da. War stolz wie Oscar wahrscheinlich. Der war stolz wie Oscar, genau. Und er hat, glaube ich, selbst auch schon Oscar gewonnen. Aber der sich da sehr gefreut hat, war John Voight. Und aus dem Grund der Angelina Jolie B. Sie nehmen Antwort B. Setzen keinen Joker ein. Nein. Wenn das falsch ist, müssen wir uns verabschieden, Thomas. Wenn nicht, dann bin ich gespannt, wie viele Sie mit dieser Frage weggespielt haben. Stimmt, Antwort B. Ja, Angelina Jolie ist richtig.
Und ich frage sofort den Computer, wer wusste das nicht? Ja, doch ein paar falsche Antworten, Thomas. Ja. Drei Menschen haben falsch geantwortet. Das heißt, 3 × 5.000 €. Ergibt 15.000 € für diese Frage. Insgesamt jetzt 22.305 €. Sie haben noch einen Joker, Sie haben Ihren Verdoppler noch. Ja. Und Ihr nächstes Thema heißt Don Quixote. Ich würde sagen, ich riskiere da auch noch mal eine schwere Frage. Habe ich mir gedacht. Okay, schwere Frage. Wann schrieb Miguel de Cervantes sein Meisterwerk Don Quixote? A. Beginn des 16. Jahrhunderts. B. Beginn des 17. Jahrhunderts. Oder C. Beginn des 18. Jahrhunderts. Die Zeit läuft für die 7 Gegner, die noch im Spiel sind. Wissen Sie selbst die Antwort? Das ist ich denke schon, dass ich die Antwort weiß. Ich setze hier mal den Verdoppler. Sie setzen Ihren Verdoppler? Ich setze den Verdoppler, ja. Sind Sie sich sicher? Ich bin mir sicher, dass es A ist. Ja. Also Beginn des 16. Jahrhunderts? 16. Jahrhunderts, ja. Sie nehmen die Antwort A. A, ja. Okay. Beginn des 16. Jahrhunderts. Wenn das richtig ist und viele Leute haben sich vertan, bekommen sie viel Geld. Wenn es falsch ist, war alles umsonst. Ja. Stimmt. Antwort A. Oh. Nein. Es war da habe ich mich vertan. Beginn des 17. Jahrhunderts. Sie waren nicht so sicher. Sie wussten es, habe ich gedacht. Ich habe das Gefühl gehabt, ich wüsste es, aber offensichtlich wusste ich es nicht. Schade, es war wirklich der Beginn des 17. Jahrhunderts. Aber lass uns erstmal schauen, wie viele Gegner es auch nicht gewusst haben. Och, fast alle. Ja. 6 falsche Antworten. Da ist nur ein Kandidat übrig geblieben. Das ist der Herr mit der Nummer 39. Sieht sich jetzt wahrscheinlich, dass er der nächste Stuhlkandidat ist. Aber ich möchte mich erstmal verabschieden von unserem Thomas. Sie waren ein super Kandidat. Sie haben es weit gebracht. Dankeschön. Bis auf 7 Gegner. Vielen Dank fürs Mitspielen. Applaus für Thomas.